Servus Community, mein Name ist Tactical Viper und heute gibt's einen weiteren historischen Waffenguide zu Battlefield 1. Heute möchte ich euch das neue Scout-Gewehr Arisaka Typ 38 vorstellen, das mit dem neuen DLC Turning Tides ins Spiel kam. Für das kommende Video habe ich euch mal die letzte DLC-Waffe reingepackt, plus vier weitere aus dem normalen Spiel. Ihr könnt natürlich wieder hier entscheiden, welche Waffe dann nächste Woche wieder vorgestellt werden soll. Jetzt aber legen wir los mit der kurzen Hintergrundgeschichte zu Arisaka Typ 38. Über das Arisaka Typ 38 gibt es leider kaum historische Informationen. Das liegt vor allem daran, dass es im Prinzip nur eine verbesserte Version des Arisaka Typ 30 war, was damals einen eher schlechten Ruf gehabt hat. Trotz verschiedener technischer Probleme sowie einer sehr fragwürdigen Zuverlässigkeit, die bekannt war, war es dennoch 1897 bis 1905 das Standardgewehr des japanischen Kaiserreichs. Verantwortlich für das Typ 30 war der damalige Oberst Arisaka Nariakira, der auf Basis des damaligen Murata Typ 22 Gewehrs eine verbesserte Version entwickeln sollte. Die Bezeichnungen Typ 30 und 38 stehen übrigens hierbei immer für das Thronjahr des damaligen Kaisers Meiji. Den wirklich letzten großen Einsatz hatte das Typ 30 übrigens im Russisch-Japanischen Krieg von 1904 bis 1905. Mit dem Abschluss des Russisch-Japanischen Kriegs wurde direkt das verbesserte Typ 38 vorgestellt und nur wenige Wochen später offiziell in die Armee übernommen. Im Gegensatz zum Typ 30 war das Arisaka mit ungefähr 1 Kilogramm deutlich schwerer und besonders im Nahkampf eher unhandlich, da es deutlich länger war. Auch wenn das Arisaka Typ 38 schwerer und deutlich unhandlicher im Nahkampf war, war es dennoch im Gegensatz zum Typ 30 das verbesserte Gewehr aufgrund der verbesserten Zuverlässigkeit und der deutlich besseren Präzision. In Battlefield 1 haben wir derzeit das Arisaka Typ 38 nur in der Infanteriekonfiguration. In dieser Konfiguration erhält das Arisaka die Präzision nach dem Feuern schneller zurück aufgrund des leichteren Waffenaufbaus. In Sachen Modifikation können wir hier das Visier von offener Zielerfassung auf Radiumvisier ändern, die Vergrößerung einstellen und neben einem optionalen Skin auch noch ein Bajonett anbringen. Als Feuerrate haben wir dabei einen Wert von 57 Schuss pro Minute und eine Magazingröße von 5 Schuss. Insgesamt stehen uns im Spiel 30 Schuss für das Arisaka Typ 38 zur Verfügung. In Sachen Schadenswerten verursacht das Arisaka bis 10 Meter insgesamt 80 Schadenspunkte. Dieser Wert steigt ab 11 Meter an und ab 30 Meter haben wir hier den Sweet Spot mit insgesamt 100 Schadenspunkten. Ab 63 Meter sinkt allerdings der Schadenswert wieder und ab 101 Meter haben wir wieder den konstanten Wert von 80 Schadenspunkten. In Sachen Nachladezeiten gibt es hier leider keinen genauen Wert, das heißt, je nachdem wann ihr zum Nachladen ansetzt, desto länger bzw. kürzer dauert es. Da das Arisaka Typ 38 Bestandteil vom neuen DLC Turning Tides ist, müsst ihr eine einzige Challenge abschließen, um diese Waffe freizuschalten. Insgesamt müsst ihr 25 Counter-Sniper-Kills durchführen und 3 Multikills als Scout schaffen und dann habt ihr die Arisaka auch schon freigeschaltet. Habt ihr bereits das Arisaka Typ 38 freigeschaltet und wie ist bislang eure Meinung zum neuen Scout-Gewehr? Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Bitte bewertet und teilt das Video, wenn es euch geholfen und gefallen hat. Und ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Viper.